Vielen Dank. Ich meine, Sie haben noch einen interessanten Punkt angesprochen, den wir ja noch diskutieren könnten, aber wir werden gleich für das Plenum öffnen, und zwar die Rolle des Staates, staatlicher Erinnerungspolitik und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten. Sie sagten, die Zivilgesellschaft, die Kommunen, die haben kleine Gedenkstätte gemacht. Ich glaube, das wäre auch ein Thema, das man hier noch diskutieren könnte. Was ist eigentlich die Rolle des Staates? Wie weit kann der Staat hier sozusagen vorangehen und was erwarten wir eigentlich an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten? Wir wollen jetzt Sie beteiligen. Bitte. Ja. Ja, es hat, bis jetzt habe ich noch keine weitere Wortmeldung gesehen. Ja, ich möchte, mein Name ist Karin Japs-Kiesler, bin lange hier in der Kommunalpolitik tätig gewesen, und ich darf vielleicht sagen, dass in den 30 Jahren, die ich da aktiv war, kein Thema mich so beschäftigt hat wie das Thema der Erinnerungskultur. Ich bin also dankbar für die verschiedenen Positionen, die hier deutlich wurden. Ich könnte für die Stadt Osnabrück eine ganze Menge dazu sagen, weil wir wirklich im Hinblick auf das Profil als Friedensstadt, das wir zu entwickeln versuchen, das Thema Erinnerungskultur immer sehr stark berücksichtigt haben. Und das zeigt sich ja nicht nur im Nussbaumhaus, sondern in der Kallmayr-Initiative, im Marktzentrum oder Gestapo-Keller und Gustav-Schacht-Initiative, auch in vielen anderen, bis zuletzt in Stolperstein. Das nur am Rande. Ich möchte mich bei Herrn Professor Weißbrot bedanken, A, für die Aussage, die er gemacht hat, dass das Verschwinden der Zeitzeugen keineswegs gleichzusetzen sei mit einem Nachlassen der Erinnerung, sondern dass wir uns eben an die Opfer auch zu erinnern haben, die ja selbst nicht mehr reden können, wie die Ermordeten. Zum anderen möchte ich darauf hinweisen, dass es eine ganze Fülle von Aspekten gibt, die wir weiter zu erforschen haben und die in keiner Weise im allgemeinen Bewusstsein verankert sind. Wir haben deutlich zu machen, den Widerstand der kleinen Leute oder vieler Menschen, der ist bisher viel zu wenig beachtet worden. Man kennt auch durch die Zurückhaltung von Hans Kallmayr über seine Rettungsaktion in den Niederlanden nach dem Kriege überhaupt zu sprechen. Ich meine aber auch jetzt ganz konkret das Projekt des Filmes Flucht 1937, den vielleicht viele hier im Saal schon gesehen haben, aber jedenfalls die Geschichte eines Urgroßvaters einer heutigen Schülerin des Ratsgymnasiums, die dieses aufgearbeitet hat, wie ihr Urgroßvater der Familie des Bruders von Felix Nussbaum, Justus Nussbaum, geholfen hat und dem Geschäftspartner Gossels nach Amsterdam zu fliehen, 1937 noch nach den Nürnberger Gesetzen, und dabei eine unglaubliche Mut und ein Engagement entwickelt hat, das bisher viel zu wenig bekannt war. Und dies ist etwas, was zu erforschen gilt für viele andere Fälle auch, die wir in unserem Lande ganz sicherlich haben. Eine andere Sache möchte ich andeuten oder erwähnen noch, das ist der Kampf auch um das Deutlichmachen von Unrechtsurteilen, das heißt die vielen Justizverbrechen, die wir ja in der Kriegsjustiz auch haben, wenn man darüber liest, wie viele Schicksale es gibt, dass Urteile gefällt wurden, etwa Plötzensee Hingerichtete, die Jahrzehnte gekämpft haben um die Anerkennung der Tatsache, dass dieses Urteil zu Unrecht gefällt worden ist. Oder auch die Sache mit den Kriegsgefangenen, da komme ich zu Ihrer letzten Ausführung, Herr Meckel, Sie haben hingewiesen auf die Vorgänge mit den Kriegsgefangenenlagern. Ich denke auch an die Tatsache, dass wir selber in Deutschland viel zu lange auch immer die Opferrolle der Deutschen gesehen haben und nicht etwa die etwa der anderen Seite. Ich denke an Stalingrad oder Wolgograd heute, wo das Osnabrücker Orchester ja vor genau vier Jahren, und dort mir in der Vorbereitung erst deutlich geworden ist, dass die Stadt Stalingrad vorher in einem höheren Maße bombardiert worden ist von deutscher Seite und mehr zivile Todesopfer waren als etwa in Dresden. Das sind alles Details, die wir lange nicht wussten, und dasselbe gilt, was Sie eben erwähnt haben, zu den Kriegsgefangenen, dass wir ja auch hier das Theater hatten um die Entschädigung für Kriegsgefangene. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, zu sagen, wir haben alles erforscht und wir können weitermachen. Ich plädiere also dafür, nochmal im Abschluss, das Verschwinden der Zeitzeugen ist keineswegs ein Nachlassen der Erinnerung, sondern ganz im Gegenteil, wir stehen in vielen Dingen erst am Anfang der Erforschung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Jabes-Kiesler. Gibt es weitere hier
Herr Kollege Jörgis Thiel. Jörg Thiel ist mein Name. Ich bin Mitglied des Wissenschaftlichen Rats der Gedenkstätte Comte de Mille in Aix-en-Provence. Und die Gedenkstätte wurde erst 70 Jahre nach dem letzten Transport nach Auschwitz eröffnet. Eine Frage stellt sich mir in Bezug auf Zeitzeugen. Die meisten Gedenkstätten sind Jahrzehnte später erst eröffnet worden, Holocaust-Denkmal. Also offenbar die Zeitzeugenschaft, die direkte, wie auch berichtet wurde, führt eher zur Verdrängung, da die meisten Überlebenden eher Täter als Opfer sind. Und insofern stehen wir in dieser Zwickmühle, dass die meisten, was ich auch berichtet habe, Zeitzeugen 50er Jahre entweder vor Schande oder Scham oder was auch immer geschwiegen haben. Es dauert die Jahrzehnte, auch ich bin Generation 41, bis wir das thematisieren konnten an Hochschulen, auch die Mitverantwortung. Und die Frage stellt sich, braucht man so viel Zeit, Abstand, um kritisch über die Vergangenheit eher der Eltern und der Großeltern zu reflektieren, als dass dieselben, das sind die Ausnahmen, zur Besinnung kommen. Und insofern die Zeitzeugenschaft ist sozusagen eine zweideutige Sache. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, die der kognitiven Dissonanz. Das heißt, wir nehmen nur das wahr, was in unser Weltbild passt. Das heißt, wir haben nicht eine Erinnerung, verschiedene Erinnerungen in allen nationalen Gesellschaften in Europa. Wir haben tief gespaltene Gesellschaften, wie sich bei der Wahl, Präsidentenwahl in Österreich zeigte, wie sich jetzt in Frankreich zeigt, wie sich in den USA zeigt, über schwarze Vergangenheitssklaverei. Diese gespaltene Gesellschaft mit verschiedenen Interessen wird meines Erachtens nie dazu führen, dass wir eine gemeinsame Erinnerung haben, sonst gibt es politische, divergente, ökonomische Interessen. Der letzte Punkt, den ich für wichtig halte, ist, dass wir sozusagen der Spagat zwischen Provokation und Dialog. Provokation kann ja nur bewirken, dass andere Leute vielleicht anfangen nachzudenken, was mit legalen oder üblichen Mitteln nicht der Fall war. Insofern denke ich, müssen wir beides tun. Und der allerletzte Punkt in Comte de Mille, wo auch sehr viele Deutsche interniert waren und Leon Feuchter da ein Buch Der Teufel in Frankreich geschrieben hat, haben wir versucht, die Verbindung mit dem Genozid in Armenien und Ruanda herzustellen, zur Reflexion. Das heißt nicht Gleichsetzung, sondern das, was Eli Wiesel mal formuliert hat, was passiert ist, kann auch wieder passieren. Das heißt insofern der Blick in die Zukunft und der Aufruf, sich zu engagieren, Widerstand zu üben. Gibt es, Professor Mombosch, hier ist ein Mikro. Ich wollte noch hinzufügen, Sie sprechen vom Comte de Mille, mein Mann ist seit langem schon Vorsitzender, aber wir haben auch jetzt gerade das Museum in Rivesaltes ist eröffnet worden, wo wir uns auch schon lange eingesetzt haben. Mein Mann mit Simon Wallen haben sich dafür eingesetzt, dass in Drancy ein neues Museum eröffnet wurde. Wir waren jetzt, vorgestern waren wir in Compiègne gewesen. Wir haben, ich sagte es auch, Erinnerungspolitik, was wir seit langem schon betreiben. Ich sagte, ohne meinen Mann wäre nie das Gedenkbuch erschienen mit den Namen, Vornamen und Adressen der Juden, die aus Frankreich deportiert wurden. Wir hatten, das erste war zum Lischka-Prozess in Köln, hatten wir die Namen zusammengestellt. Da hatten wir nur Namen, Vornamen, Geburtsdaten, Geburtsorte und die Nationalität. Dann haben wir versucht, aus diesen von den 76 Juden und deportiert, die Kinder herauszuziehen im Alter unter 18 Jahren. Wir haben schon 2 Kindergedenkbücher veröffentlicht. Wir haben schon mehr als 5000 Fotos von diesen Kindern. Und wir haben auch in Frankreich vor Jahren eine Ausstellung wandern lassen durch die Bahnhöfe, jüdische Kinder aus Frankreich deportiert. Ich habe es sogar erreicht mit großen Schwierigkeiten, denn Medon von der Deutschen Bahn war dagegen gewesen. Ich habe hier erreicht in Deutschland, dass in den deutschen Bahnhöfen eine Ausstellung gefolgt wurde von österreichischen und deutschen jüdischen Kindern aus Frankreich deportiert.
Wir haben also auch durch diese Tatsache, dass wir die Fotos hatten und die Adressen in Frankreich, Sie haben hier die Stolpersteine, es gibt in Frankreich überall Gedenktafeln, die angebracht werden in den Gärten, an den Schulen, an den Häusern, wo die Juden deportiert wurden, festgenommen wurden. Das ist Gedenkpolitik. Das ist, ich meine, wenn, wir haben es gemerkt, wenn die Kinder, die Leute durch die Bahnhöfe gingen, diese Kinderfotos sahen, es war ja auch dann unterschrieben, wie das erschienen ist. Ich sagte ja von Felix Nussbaum, erst mal deiner Frau deportiert wurden, die Eltern sind davor deportiert, wenn der Bruder danach. Wenn man das liest, kann man sich vorstellen, diese Grausamkeit, ja. Die Kinderfotos, dann wurde erzählt, also die Eltern wurden vorher deportiert, die Kinder wurden von den Eltern getrennt. Das ist wichtig heute, dass anhand von diesen Gedenkstätten, ich sagte ja auch in Frankreich, und dann auch, ich sagte, wir hatten diese Veranstaltung jetzt in Compiègne, das ist dann von der Stadt übernommen worden, es werden der Bürgermeister, der Präfekt kommt hin, das wird also dann eben auch ganz groß in der Gemeinde, wo vor 75 Jahren der erste Transport aus Compiègne nach Auschwitz ging, dass heute sich man daran erinnert, dass Offizielle kommen, das ist wichtig heute, dass man das, und wir haben auch erreicht, dass, ich sagte ja, dass nicht nur wir die Aufarbeitung gemacht haben der deutschen Juden, die aus Frankreich deportiert wurden. Wir haben auch erreicht, mein Mann vor 20 Jahren, als wir in die Geschichtsbücher in Frankreich gucken, dass die in Frankreich, in den Geschichtsbüchern nicht berichtet wurden über die Responsabilität von Vichy-Frankreich. Ja, es hieß immer so, ach ja, die Juden sind festgenommen von den Deutschen, von der deutschen Armee. Die deutsche Armee hatte gar nicht die Möglichkeit gehabt, die hatten gar nicht genug Personal dazu. Es war die Vichy, also ich meine, die Vichy-Regierung hat 90% der Juden aus Frankreich sind von der Vichy-Regierung festgenommen, von der Gendarmerie, aber natürlich unter Befehl der Deutschen. Aber das ist festgestellt worden und wir haben darauf hingearbeitet. 1995 hatte der damalige Präsident Chirac zum ersten Mal eingestanden, es war nicht Vichy-Frankreich, sondern Frankreich gewesen. Ein Verbrechen, das sich wieder gut zu machen ist. Und daraufhin sind dann, ich sagte ja, die Franzosen haben die Waisenkinder entschädigt, sind auch Entschädigungen für diejenigen gegeben worden, die ihr Gut verloren haben. Das ist alles, was man erreichen konnte. Aber man kann nicht sagen, wenn die letzten, die Überlebenden gestorben sind, die letzten Überlebenden haben ja auch Berichte gemacht. Gucken Sie, Spielberg hatte damals angefangen, die Berichte der Überlebenden aufzunehmen. Sie können es in allen Museen, allen Archiven sehen. Ich glaube, man darf nicht sagen, dass die Erinnerung verblasst. Und ich rate ja, ich war jetzt vor kurzem mit den Jugendlichen aus Lyon in Auschwitz gewesen. Die Rhonalp, die bezahlen jedes Jahr also eine ganze Menge Geld. Die haben die mieten ein Flugzeug, da sind 120 Jugendliche, die fahren Krakau und dann nach Auschwitz. Auschwitz-Birkenau wird besichtigt. Ich sagte, Sie haben gesagt, ja auch in Baden-Württemberg. Ich hatte gesehen, dass die AfD dort gesagt hatte, die Unterstützung von diese Reisen müssten untersagt werden. Ja? Das ist es, was wir heute erreichen müssen. Aufarbeitung ist auch materiell, also Gedenkstätten auszubauen, die Erinnerung aufzuhalten. Und wie viele Bücher? Ich meine, mein Mann hat also 50 und 60 Bücher veröffentlicht über die Rolle der Endlösung der Judenfrage in Frankreich. Das ist wichtig. Also ich würde sagen, für mich ist es nicht, dass es verblasst. Im Gegenteil, ich würde sagen, und auch wir müssen anhand dieser Grausamkeiten, wenn wir die Jugendlichen nach Auschwitz führen, ich weiß, die Jugendlichen, wenn die ankommen, sie sind natürlich vorher unterrichtet worden, sie wissen, was dort geschehen ist, aber wenn die das an Ort und Stelle sehen, ist für die etwas ganz Unwahrscheinliches. Und die können sich heute dadurch, wenn die haben die Barbarei gesehen, die damals von den Deutschen ausübt, sie sehen heute Barbarei in anderen Okkasionen. Und das ist wichtig, dass sie sich da irgendwie dagegen aufhören, dass man also sich gegen Barbarei entgegensetzen müssen. Und das ist eben das Wichtige, dass man das heute, ich meine, jeder hat heute ein anderes, die deutsche Jugend hat heute andere Probleme, aber zumindest muss man sie daran hin, darf zurückbringen, was Grausamkeit ist und dass man Grausamkeit nicht durchlassen kann, dass man sich von Anfang an dagegen wehren muss. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was also auch Holocaust, dass man heute, also ich sagte ja, ich war in Burundi gewesen, ich bin jetzt nach Ruanda wieder, den Genozid in diesen Ländern in Afrika. Das ist das Wichtige, dass man versuchen soll, das zu verhindern. Und Mut, ich meine, ich versuche es, aber es ist natürlich nicht einfach. Ja, vielen Dank. Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort gewesen, aber Herr Mokrosch, nein, wird noch meine Frage geht Frau Glasfeld genau dazu. Ich selbst setze mich seit unglaublich langer Zeit dafür ein, den 27. Januar stärker ins Bewusstsein zu bringen. Endlich, vor 20 Jahren hat Roman Herzog
den 27. Januar als Holocaust-Gedenktag eingerichtet. Ist doch von den Vereinten Nationen festgelegt worden. Ja, aber Roman Herzog hat es doch, die Deutsche doch vorgeschlagen nochmal. 96 hat er einen Vorschlag gemacht, die Vereinten Nationen, glaube ich, hätten es nicht thematisiert, hätte nicht der deutsche Präsident darauf hingewiesen, 96. 97 ist dann durchgeführt worden, 50 Jahre zu spät natürlich. Wie kann man denn auch neben Gedenkorten, Gedenktafeln und so weiter auch einen Gedenktag stärker ins Bewusstsein bringen? Ich habe natürlich Angst, macht man daraus einen freien Tag, dann wird es ein Event-Tag wieder. Und obwohl man im Januar nicht viel anfangen kann. Aber wie kann man es erreichen, dass dieser Tag, Frau Klaasfeld, stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung und der jungen Menschen kommt? Und nicht der 9. Mai als Europatag, so wichtig der ist, aber der 27. Januar wurde überhaupt nicht besprochen im Landtag von Hannover. Ich finde das sehr schade. Ich war vorhin ja eingeladen worden, als Deutsche bei den Vereinten Nationen zum 27. Januar zu sprechen. Ich war in diesem Jahr eingeladen, vom Europaparlament dort zu reden. Aber ich habe gesehen, in Deutschland, wie ist er hier im Bundestag, das war eben das Problem der Euthanasie, glaube ich, nicht, war das diesmal das Thema gewesen. Boah, ich meine, die Politiker müssen es vielleicht etwas mehr herausstellen. Ich weiß nicht, im Bundestag sind die Abgeordneten, die sitzen. Ein Publikum kommt da, glaube ich, nicht dazu, nicht? Oder wie? Ich weiß nicht, wie es euch in Deutschland ist, im Bundestag am 27. Januar. Aber man könnte das versuchen, dass man das etwas größer heraussetzt. Ein öffentliches vom Brandenburger Tor, man kann es draußen machen. Es ist natürlich kalt am 27. Januar, das ist ganz klar. Aber man könnte versuchen, ich war enttäuscht, dass ich hörte, im Allgemeinen, überall spricht man Holocaust, und in Deutschland war am 27. Januar das Thema war die Euthanasie. Naja, wenn in Dresden in der Eiseskälte des Januar Leute zur Pegida-Demonstration gehen, dann können sie ja wahrscheinlich auch aufs Brandenburger Tor. Dann können sie auch gehen, ja. Aber Sie wollten was. Ja. Ich bin einmal nochmal nachdenklich geworden, wenn Sie jetzt an diesem Datum, ich finde, solche Daten sind eigentlich mehr eine Fokussierung, um zum Thema zu führen. Also ich finde es wichtig, dass man sowohl zu diesem Datum als auch an vielerlei Orten, und da würde ich sogar sagen, an authentischen Orten in den Regionen selbst. Also es wäre mir fast noch wichtiger, wenn man sagt, wenn es hier in meinem Ort oder an meiner Stadt einen Ort gibt, wo Juden nach Auschwitz gefahren sind oder meinetwegen nach Riga oder nach Trostenetz oder nach Minsk, dann würde ich ehrlich gesagt auch als Stadt diesen Tag pflegen und nicht unbedingt den 27. Januar. Also ich finde, wichtig ist, dass wir uns diese belastete Geschichte, und zwar aus den Gründen, die Sie eben genannt haben, weil erstens Menschen da umgebracht worden sind und das ja auch nicht nur so eine globale Geschichte ist, sondern wenn man sich dann guckt, wer war das denn eigentlich? Und die haben es gesehen, oft wenn es am eigenen Ort ist, meine Großeltern oder Eltern waren die Nachbarn. Und meine, da kommen wir dann ja in die Fragen, die Sie angesprochen haben, Unrecht zu wehren oder etwas nicht geschehen zu lassen oder zumindest den Mund aufzumachen oder jemanden zu verstecken oder zu helfen, Angst zu überwinden, Zivilcourage zu haben. Das sind ja die Dinge, um die es dann letztlich geht, wenn es um die Erinnerung dieser Geschichte geht. Das heißt, insofern, ich finde gut, dass dieser Datum da ist. Ich finde, es ist ein wichtiges Symbol. Aber ich würde es immer versuchen, herunterzubrechen und dann auch nicht nur an diesem Tag zu machen. Also das ist mein Herangehen bei solchen Dingen. Je näher es an der eigenen Lebenswelt ist, die gleichen Phänomene, Auschwitz ist für viele dann eben auch ganz weit weg und ist mehr ein Symbol für industriemäßigen Judenmord. Das ist gut, wenn wir das wissen. Aber wenn wir dann auch wissen, da geht es um die Nachbarn bei uns oder ob es ein Stolperstein ist oder ob es, also ich glaube, die Vielfalt kann dann groß sein und ich würde hier keinesfalls, und deshalb würde ich darauf auch gerne nochmal antworten, nicht antworten, aber reagieren, lassen wir es weg, die Opfer oder die verschiedenen Verbrechen, die nebeneinander stehen, jetzt in irgendeiner Weise gegeneinander auszuspielen. Ich finde es richtig, dass auch
an diesem 27. Januar in den letzten Jahren eben jetzt an die Euthanasie erinnert wird, dass an diesem Tag dann der Daniel Granin geredet hat, um an die 1 Million in Leningrad eingeschlossenen und Umgekommenen zu erinnern. Wenn wir jetzt immer nur präzise das nehmen, wir können nicht so viele Gedenktage machen, wie wir Opfergruppen haben. Aber trotzdem lohnt es sich, immer wieder mal auch auf eine den Akzent zu legen, der im öffentlichen Bewusstsein noch nicht so präsent ist. Also hier würde ich für eine größere Flexibilität plädieren. Vielen Dank. Sie haben jetzt nochmal das Wort. Es ist so viel angesprochen worden, also ein paar Sachen vielleicht noch. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass Gedenkpolitik ein offener Prozess ist. Es ist ein politischer Prozess, der gehört zur politischen Kultur jeder Nation. Wenn Sie in Polen sich zurzeit den Museumsstreit angucken zwischen dem Tuskischen Museum in Danzig zum Zweiten Weltkrieg, dem Museum in Warschau für den Warschauer Aufstand und dem Museum für die Familie Ulmer, die in den Karpaten eine jüdische Familie gerettet hat und verpfiffen wurde und ermordet wurde, wo die Regierung jetzt hinpilgert, um sozusagen das katholische judenrettende Polen zu zelebrieren, dann sehen Sie, dieser Stoff ist heiß, politisch heiß. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Erinnerung, diese Art von Erinnerung verblasst. Und die verblasst auch bei uns nicht. Wir müssen eher uns Gedanken machen, welche politische Verfassung muss eine Gedenklandschaft haben, die diesen Anforderungen der unterschiedlichen Erinnerung gerecht wird und dennoch gewissen Standard entspricht. Wir brauchen wissenschaftliche Beiräte in Stiftungen, die nicht einseitig besetzt sind, wie bei dem geplanten Dokumentationszentrum der Vertriebenenstiftung in Berlin. Das ist ja ein Skandal, was da passiert ist. Wir brauchen öffentliche Trägerschaft, ganz richtig. Wir können nicht uns darauf verlassen, dass mit der Beschwörung der Leitkultur, wie das so gerne getan wird, die Sache erledigt ist, nur weil die Zeitzeugen tot sind. Im Gegenteil, sie geht los. Und ehrlich gesagt, wir sollten nicht so viel über die AfD reden. Das ist doch nur sozusagen ein Phänomen, was aus der Bewegung der gesellschaftlichen Großgruppen entsteht. Es sind nie nur die Ränder, die sich aus den Rändern erklären. Das kommt aus der Mitte der Gesellschaft und wird plötzlich in einer anderen Weise sagbar. Aber die Mitte der Gesellschaft hat andere Probleme, die sie sich nicht traut, so zu formulieren. Und deswegen sage ich, die guten Wehrmachtsdeutschen, die Vertriebenen, die Dresdner Bombenopfer, wir könnten darüber endlos reden, diese Themen sind nicht unpolitisch, die sind politisch aktuell Teil unserer Verfassung. Und ich frage und fordere, so wie wir die Enquete-Kommission hatten für die SED-Diktatur, so wie wir in den Gedenkstätten wissenschaftliche Beiräte haben, die unabhängig von der politischen Führung des jeweiligen Landes operieren können, so brauchen wir in jeder Stadt, in jedem Land, brauchen wir politische Möglichkeiten, diesen Streit sachgemäß, aber mit dem Anspruch eines übernationalen humanitären Bedürfnisses zu befriedigen. Solange wir um nationale Mythen kämpfen, ist die Erinnerung noch lange nicht tot. Ja, ich denke, das können wir mit nach Hause nehmen. Wir hatten ja auch ein Fragezeichen hinter diesem Titel, ob die Erinnerung verblasst. Wir können, glaube ich, heute eindeutig sagen, sie verblasst nicht. Im Gegenteil, ist mein Eindruck, sie blüht auf. Und ich habe da auch ein persönliches Erlebnis. Ich hatte einen jüdischen Lateinlehrer, der als Kind und Jugendlicher in Stuttgart überlebt hat. Und als ich da Schüler war in der ersten Klasse des Gymnasiums, habe ich das erfahren, dass das ein Jude war und auch erfahren, dass der Direktor des Gymnasiums ein, wie man damals sagte, alter Nazi gewesen ist. Und dann bin ich etwas erschrocken, ich habe das in lebhafter Erinnerung, aber nie darüber gesprochen, weil ich dachte, ich bin der Einzige hier, der das weiß.
Und jetzt, in den letzten Jahren, traf ich dann alte Freunde und die wussten es auch. Die wussten, ja, da ist der Direktor des Gymnasiums ein alter Nazi und mein Lateinlehrer, der da auch arbeitet, war ein Jude. Und das war, als sie Kiesinger geohrfeigt haben. Und wir haben nicht drüber gesprochen. Und erst jetzt, in der zeitlichen Ferne, hat man das dann thematisiert. Und das zeigt ja, dass im Grunde die Erinnerung aufleben kann, auch wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Aber die Warnung war hier auch rauszuhören, gerade bei Ihnen, Herrn Meckel. Herr Meckel, die Erinnerung sollte eben nicht spalten. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Ja, Erinnerung kann spalten, wenn Sie verschiedene Opfergruppen, wenn Sie Opferkonkurrenz, wie Sie es genannt haben, wenn das in den Vordergrund kommt, wenn sozusagen die Provokation an die Stelle des Dialogs tritt, dann kann Erinnerungspolitik auch überschießen. Also nicht in einem geordneten politischen Diskurs enden, sondern in einer Konfrontation, möglicherweise schlimmster Art. Also da muss ich jetzt an einem Punkt, damit hier meine Position nicht so als versöhnlerisch, es muss ja alles irgendwie stehen, sondern ich bin schon für Dialog und das kann richtiger Streit sein. Also hier denke ich mal wirklich an das immer wieder kritisierte SPD-Papier mit der SED von 87. Das hieß, da ging es um den Streit der Ideologien. Das heißt, es war ein Papier, wo man ohne Ohrfeigen, aber handfest streiten sollte. Und ich glaube, dass Erinnerungspolitik bis heute etwas ist, wo es sich lohnt, handfest zu streiten und möglichen Konflikten auch nicht aus dem Weg zu gehen. Diese Art Dialog meine ich und immer nicht nur, also geht das nicht so mal immer friedlich, mal jeder hat ja irgendwie recht, das kann dann nämlich auch Gleichgültigkeit heißen. Und deshalb bin ich dann lieber für einen streitbaren Dialog. Ja. So hatte ich das auch gemeint, es soll, wenn ich sage nicht spalten, es soll die Gesellschaft nicht spalten, denn eine gespaltene Gesellschaft kann auch dialogunfähig werden. Das ist ja auch eine Debatte, die wir gerade führen, Amerika und so weiter. Also die Gesellschaftsspaltung wäre dann sozusagen ein Hindernis eines produktiven Dialogs. Ja, vielen Dank Ihnen auf dem Podium. Ich glaube, dass auch unser Dialog heute produktiv war. Wir haben was gelernt und wir mussten uns auch in Teilen vielleicht korrigieren in unseren Ansichten. Vielen herzlichen Dank und auch Ihnen, die Sie hier doch recht zahlreich zu so einem sperrigen Thema heute Abend gekommen sind. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte ehrlich gesagt schon etwas pessimistisch im Vorfeld gesagt, na, das Thema wird vielleicht nicht so viele heute an so einem schönen Tag in die Schlossaula führen. Aber es zeigt wieder mal, dass die politische Kultur und die Themen, die wir heute hier behandelt haben, in Osnabrück eine Tradition haben, dass sie sehr lebhaft diskutiert werden, dass Betroffenheit und Bewusstsein da ist. Und das liegt auch an den, an Frauen wie Frau Jabsch-Kiesler, die hier lange Bürgermeisterin war und sehr viele Initiativen angeschossen hat, auch an einzelnen Wissenschaftlern, die das hier gemacht haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Kommen.